Willkommen zurück bei Harry Potter. Ich will da nicht hin. Oh, gehen wir mal. Oh nein, nicht noch ein Angriff. Potter? Was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn so gefunden. Mir nach, Potter. Ja. Professor, ich schwöre, ich habe das nicht. Das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, Potter. Mit Sonnenbrille? Ah, ist das Büro von Dumbledore. Durch diese Tür, bitte, Potter. Ich hätte mal einen Zähler-Countdown machen sollen, wie oft die Charakter Harry Potter sagen. In Games. Okay, gucken wir uns hier nochmal um. Ich verwette meinen Arsch. Das soll Dumbledores Büro sein. Es ist Fox. Der Vogel sieht krank aus. Er ist in Flammen aufgegangen. Okay, ich verwette meinen Arsch darauf, dass sie irgendwo eine Bildkarte ist. Irgendeine, vielleicht eine goldene sogar. Oh, da ist der sprechende Hut. Da ist ja der alte sprechende Hut. Ich habe mich schon immer gefragt, wo sie ihn aufbewahren. Du fragst dich, ob ich dich ins richtige Haus gesteckt habe? Ja. Bei dir war es besonders schwierig. Ich mag die Stimme des Hutes. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich wäre es in Slytherin gut ergangen, weil halt... Guten Abend, Harry. Oh nein. Ihr Vogel. Ich konnte nichts machen. Er hat einfach Feuer gefangen. Ich komme da nicht mehr rein. Fox ist ein Phönix, Harry. Ich wollte mich da nur... Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist, zu sterben. Und werden aus der Asche neu geboren. Ich komme da nicht mehr rein. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Phönix-Tränen wohnt eine Heilwirkung inne. Und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Mhm. Professor, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es nicht war. Ich weiß, dass du es nicht warst. Ich will warst, mich doch nur da umgucken. Aber ich will trotzdem mit dir reden. Harry, ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Was immer es auch sein mag. Nein, es gibt nichts, Professor. Nun gut, wenn du dir sicher bist. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Professor. Da bist du ja. Du musst zur Toilette der maulenden Myrte. Hermine wartet auf dich. Ich habe das normal gestartet, damit wir nicht als ärgstes Fox angucken, weil hier ist... Ich verwette meinen Arsch darauf, dass hier irgendwo noch eine Betkarte ist. Da ist zum Beispiel einer. Die hätten wir zum Beispiel gar nicht gekriegt. Und da ich nicht weiß, ob wir... Da ist ja der alte sprechende Hut. Ich habe... Ob wir nochmal hier rein können, weil ich nicht weiß, ob es wie beim ersten Teil gab es ja kein freies Spiel oder so. Ach, guck mal da. Okay. Ich finde das krass, was Dumbledore für eine Bibliothek hat. Ich glaube, den einzigen Lehrer, den ich mir noch vorstellen könnte, den eine riesen Bibliothek hat, ist, wartet mal, ist Professor Snape. Den könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er eine richtig krasse Bibliothek hat. Die kann ich nicht verzaubern. Ach, guck mal, da haben wir noch eine silberne. Hat sich doch schon gelohnt. Jetzt können wir das auch machen. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr.
Hier dürfte sonst nichts mehr sein, oder? Schade, ich kann nicht auf den Stuhl drauf. Lustig wäre es auf jeden Fall gewesen. Hier ist sonst auch nichts mehr. Ich gehe mal davon aus, hier ist auch nichts mehr. Der Vogel sieht. Guten Abend, Harry. Professor, Ihr Vogel. Ich konnte nichts machen. Er hat einfach Feuer gefangen. Fox ist ein Phönix, Harry. Okay, das kann ich nicht überspringen. Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist, zu sterben. Und werden aus der Asche neu geboren. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Phönix-Tränen wohnt eine Heilwirkung inne. Und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Professor, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es nicht war. Ich weiß, dass du es nicht warst, Harry. Aber ich will trotzdem mit dir reden. Harry, ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Was immer es auch sein mag. Nein, es gibt nichts, Professor. Nun gut, wenn du dir sicher bist. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Professor. Ob man hätte Snape retten können, wenn er die Tränen von Fox auf seinen Hals gekriegt hätte? Da bist du ja. Du musst zur Toilette der maulenden Myrte. Hermine wartet auf dich. Okay, rein kann ich auf jeden Fall nicht. Das ist das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Geh nochmal umgucken. Es gibt auch bei der Extended-Version von dem Spiel gibt's auch eine, ich wusste das. Rein kann ich nicht. Ich frage mich, warum diese Tür verschlossen ist. Schade. Ich glaube, da kannst du nämlich da rein in der Extended-Version. Da kannst du da durch die Tür laufen, die eigentlich da verschlossen ist. Warum stehen hier so viele Bilder von Lockhart? Selbstverliebt ist der Typ aber nicht. Ein Stück. Ach, da waren wir auch schon. Mir nach, Harry. Da waren wir auch schon. Hier ist Flitwicks Zauberkunstklassenzimmer. Nee, schon drin? Okay, wir waren hier schon. Okay. Geradeaus waren wir. Waren wir gerade auch schon? Ist hier im Unterrichten? Ich bin im Klassenzimmer für Verwandlungen. Okay. Bevor wir ja auch nicht mehr rein können, machen wir es auch nochmal. Man jumpt einfach, weißt du, von der Treppe runter. Das hätte ich gerne mal in Real Life gesehen. Wie der einfach von der bewegenden Treppe sich runterspringt. Habe ich noch Saft? Oh, kann auch hier noch ein Stück herstellen. Na gut zu wissen. Hä? Ich habe einen Bug. Seht ihr das? Unten links. Pass mal auf den Schleim und auf die Baumrinde auf. Ich hab einen Bug. Ach komm, machen wir noch 4. 30 Stück sollten ja reichen. Wie cool ist das denn? Warte. Ich hätte das gerne mit dem Birdie Boss, mit dem Birdie Bots Bohnen und nicht mit dem Trank. Geil. Da brauche ich den Jumpsprung.
frage mich, warum diese Tür verschlossen ist. Ja, schade. Ja, da bin ich gewappnet. Also, wenn mich jetzt irgendwas angreift, kannst du mich, weil ich habe 30 Potions. In einem Mädchenklo fühle ich mich irgendwie gar nicht wohl. Du bist ja auch ein Junge. Ich wünschte, die Leute würden mich endlich in Frieden lassen. Ich habe auch Gefühle, müsst ihr wissen, obwohl ich tot bin. Sie ist sehr empfindlich, stimmt's? Was stinkt hier so ekelhaft, Hermine? Das wird der Fehlsafttrank. Jetzt brauchen wir nur noch eine Zutat, um den Trank fertigzustellen. Nein, ha. Wir brauchen noch ein Stückchen von Goll, um den Trank fertigzustellen. Das ist ja ekelhaft. Aber wie finde ich Goll? Um diese Zeit stopft er sich normalerweise in den Kerkern den Bauch voll. Du brauchst nur den herumliegenden Essensresten zu folgen, um dir ein Stückchen von Goll zu besorgen. Bring es das mir dann hierher. Das hört sich eklig an. Danke, Ron. Das hört sich eklig an. Ein Stück von Goll. Ich nehme einfach mal den C. Oder was auch immer. Ich wusste damals schon sehr gut Bescheid über die beiden. Über Crab und Goyle, oder wen meinst du? Wie heißt das? Folg einfach der Essensspur. Was ist Crab? Da ist Goyle. Ich folge ihm. Was ist der verfressen? Ja, folge einfach dem Brotkrümel. Oder wie ist hier Hähnchenschenkel? Bitte, ich muss sie nicht hinterher rennen. Au. Genau, warte mal. Flipendo! Ach so. Das brauche ich, um da hochzuhüpfen. Ach so, das brauche ich, um da hochzuhüpfen. An die jetzt nur für die? Gehen wir mal da hoch. Ui. Ja. Aua, das hat weh. Uff, Nostalgie vom Allerfeinsten. Immer wieder gerne. Ich höre doch hier irgendeinen Frosch. Ich höre doch irgendwo einen Frosch. Ich höre dir doch einen verkackten Frosch. Wer ist der da hinten? Oh, muss man einmal aufpassen. Einmal hier rum. Ich habe keine Musik. Fällt mir gerade mal ein. Jambli. Ich habe doch da einen Frosch gehört. Als ob da nicht irgendwas ist. Kann mir doch keiner erzählen, dass da nichts ist. Wenn ich da einen Frosch hüpfen höre. Aber hier ist nichts. Da komme ich da eventuell noch hin. An den Dingern kann ich auch nichts machen. Ich bin. Bin ich blind oder blöd? Vielleicht kommt das noch. Hauptsache, ich verpasse nicht nochmal irgendwie alle. Wer ist das auf der anderen Seite? Bestimmt auf der anderen Seite. Oh Gott. Ich habe meinen Discord-Sound an.
Schulter bitte. Flipendo! Flipendo! Hä? Flipendo! Ach, jetzt mal über ganz doof. Ist sonst noch irgendwas? Erklären, warum ich das da bewegen kann. Warum kann ich das bewegen? Die Frage. Warum kann ich das bewegen? Da komme ich nicht wieder drauf, oder was? Ich anscheinend nicht mehr drauf. Ja? Ich muss doch das Ding da runterstoßen, da bin ich doof. Immer. Flipendo! Flipendo! Naja, anscheinend nicht. Komischer. Hoch komme ich auch nicht mehr? Ich das oh, schade. Ich glaube, der Name ist auch dabei. Warte mal, kriege ich, komme ich da hoch? Nein! Ich will die Bohnen haben. Ich lass mich hier nicht verarschen. Meine Nase juckt. Komm schon. Das ist doch so ein Küsemelken, wollte ich gerade sagen. Harry, sei mal ein Stückchen größer, Mann. Ich komme da oben nicht mehr dran. Das ist mies. Okay, hier ist irgendwas mit Lumos. Warte mal. Ist da oben was? Naja. Warum ist hier Lumos? Warum ist hier Lumos? Warum ist hier Lumos? Kann ich hier irgendwas aufmachen? Tschüss. Das muss doch, Lumos zu haben, hat doch immer irgendeinen besonderen Grund. Irgendein Grund. Sonst wäre der hier doch gar nicht. Warum habe ich hier Lumos? Da oben ist Lumos. Ja. Frage ist, wie komme ich da ran? Ist die Frage. Wie komme ich da ran? Ich muss doch das Ding bestimmt hier runterschmeißen, oder nicht? Aber wie komme ich da sonst ran? Chat, habt ihr eine Ahnung? Kann ich auch nicht bewegen? Ich muss doch irgendwo von da oben noch da drüben kommen. Aber da hoch kann ich nicht. Leider Gottes. Wie komme ich da hin? Die Frage. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da oben ran? Komische Frage. Ist das nur die Seite oder ist das die Seite auch? Ne, das ist nur die Seite.
Wie soll man von da oben da hinkommen? Mir wird jetzt einfach nur einfallen, runterzufallen, aber das funktioniert ja nicht. Da muss ich doch wirklich wieder hier hoch. Flipendo! 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 Ich muss wahrscheinlich... Wie soll das funktionieren? Das soll mir mal bitte einer erklären. Hä? Flipendo! Ich krieg den da nicht runter. Komm ich da hin? Er stand vorher da. Oder hätte ich... Ich hätte das da stehen lassen sollen, oder? Ich hätte das, glaube ich, da stehen lassen sollen und daran vorbeigehen sollen. Dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Problem ist, ich habe da vorhin das Speicherding einverleibt. Und habe da gespeichert. Ich kann das Level nicht mal neu anfangen, ist das Problem. Warum sind hier zwei Dinger? Flipendo! Flipendo! Warum ist sie so? Warum kann ich auf Flipendo anwenden? Ich verstehe das nicht. Flipendo! Flipendo! Warum kann ich da Flipendo anwenden? Das ist jetzt komisch. Kommt man nicht dran, weil der Stein da steht. Hier oben war doch das Speicherbuch, oder nicht? Ja, da vorne war das Speicherbuch. Ich hätte das Speicherbuch nicht nehmen sollen. Nein, ich will da hin. Das ist doch scheiße. Oder ist hier noch irgendwas, was ich... Oder stört mich jetzt gerade richtig hart. Okay, jetzt habe ich's. Weiß nicht warum du auf beiden Seiten Dings verwenden kannst, aber... So, jetzt lasse ich den Stein mal so stehen. Nee, komme ich auch nicht dran. Kann ich den runterschubsen, den Stein? Ich kann den Stein hin und her schieben, aber was hat das für einen Grund, den Stein hin und her zu schieben? Flipendo! 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 Wofür ist der Stein hier gedacht? Wofür ist der Stein hier? Flipendo! Hier kann ich nicht springen. Ja, dann knall ich da oben in den Kopf ran. Wofür ist dieser Stein gedacht? Der muss doch irgendeinen tieferen Sinn haben. Ich hab jetzt gescheatet, Herr Himmel. Boah, dann muss ich sich auch nur zu helfen wissen. Man muss sich echt nur zu helfen wissen. Für alle, die diesen Bug auch haben, wenn sie irgendwann mal Harry Potter und den zweiten Teil spielen sollten. Und der Stein da oben hängen bleibt, weil ich glaube, der Stein muss hier runter.
kannst du hier drauf, gehst hier auf die Kerze und springst dann nach links. Und der hält sich dann, irgendwann hält er sich dann fest. Also kannst da drauf springen quasi. Oh, scheiße. Wenn du nicht gerade, wie ich jetzt gerade, fängst. Nein, das ist nicht euer Ernst. Nein, jetzt packe ich hier fest. Das ist doch ein schlechter Witz. Mann. Das ist jetzt... Wir sehen uns gleich. Machen wir die Scheiße nochmal. Zeig euch das. Ich bin dahinter gerade festgebacken. Ich glaube nicht, dass das der Sinn und Zweck war. Na, scheiße. Man muss schon springen. Da. So kann man da drauf. Warum passieren diese Bugs eigentlich immer nur mir? Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr da hinten nicht in die Ecke kommt, sonst habt ihr das Problem wie ich gerade mit dem Bug. Naja, ist doch. Das Spiel verarscht mich manchmal. Das verarscht mich wirklich gerne. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.